Jo, hallo Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch zurück zu Tomb Raider. Ich muss sofort hier raus. Okay, wir müssen sofort hier raus. Geht ja gleich gut los hier wieder. Also. Oh. Lass uns das Forschungsboss. Alles klar. Weg vom Fenster, er ist. Nicht mehr lang. Da hinten kann ich hoch. Okay. Dann kann ich hoch. Der von wo? Und warum da? Ich werde die Chance erstmal nutzen und sie auf jeden Fall plündern. Okay, dann muss ich erstmal so ein Skript auslesen. Habe ich hinten nicht gesehen, dass sie da hinten auch lang kommen können, aber gut, es ist egal. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So, jetzt kommen wir hier auch hoch. Dann kommen wir jetzt auch schon weiter. Das ist dann. Was ist jetzt los? Achso, Feuer, alles klar. Ja, Feuer ist heiß, ist verständlich, was sie macht. Trotzdem brauche ich das Bergungsgut, Fräulein. Ich frage mich, wann diese großen Viecher kommen. So Oni, wenn das die Oni sind, von denen sie die ganze Zeit halt reden. Aber. Ja, abwarten. Oh, 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 haben wir schon zum Schritt. Hey, was ist da? Okay, fackel jetzt aber sowas von schnell an. Manch anderer muss da irgendwie noch die. Was war das? Die Physik berüchtigen. Berücksichtigen, aber sie macht eine fucking Taschenlampe an. Ja, sie ist Imber Croft. Super Tomb Raider. So. Ich stört es ein bisschen, dass sie so langsam jetzt hier so durchschleicht. Lara! Wo zum Teufel bist du? Oh nein. Was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Ich muss sofort zurück. Okay, jetzt kann sie laufen. Ach, wie praktisch. So, das haben wir dann. Und zack, über das Seil gespannt. Gib ihm, wollte ich nochmal schnell ein Feuer, weil ich würde dann nicht gerne auch die Punkte. Falls die schon reichen, wir brauchen ja verdammt viel. Gut, die haben wir. Die Jungs. Achtung, sie sind am Pier! Ach du Scheiße. Feuer! Feuer! Wir müssen uns beide unsere Freunde retten. Wir kommen hoffentlich nicht zu spät. Aber da hat uns wahrscheinlich der Typ reingegangen. Der voller Doktor. Verdammt sein, wenn ich das Ding aufgebe! Aha, hier ist was. Verdammt!
aber ziemlich schnell. Ziemlich steil. Aber das ist nicht so schnell. Reyes, du bist verletzt. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Müssen wir mit dem Schnellboot, mit dem Schnellboot den Fluss hinauf. Ich bin gespannt, was das wird. Wir müssen nicht selber. Okay, wir steuern selber. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Tja, der Doktor wieder mal nicht da, aber... Er ist doch nur zurückgekommen, um Sam zu... Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Ah ja, das ist ja diese komische Heldenmärtyrer. Ich mach das schon alleine, Freunde. Bleibt ihr da. Auch langsam. Da brauche ich aber anständig Muni für. Ich glaube, die halten ein bisschen was aus, wenn ich zum Beispiel an die von Uncharted denke. Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Und der gute Doktor. Was zur Hölle tust du, Whitman? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gemacht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James.
Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanische. Eure, Mein Bruder! Ja gut, dann ist der jetzt halt tot, der Doktor, vielleicht kann man ihn schon recht brutal, aber irgendwie kam mir das so seltsam vor. Aber auch gut von ihm, dass er so dicht dran geht, ey. Ich würde doch nicht alleine vorgehen und sagen, hier ist eure Königin, ey, ne? Man sieht ja, der Typ ist jetzt halt nicht mitgekommen. Ich gehe doch nicht alleine da raus, ey, das ist einfach schuld. Wieder mit dir zusammen, also mit Sam. Die Sturmwache schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Und dass sie über Munition auch rumliegt. Theoretisch hätte ich ihre Stärke mal testen können, um die alle anzugreifen. Come on.
wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet wieder ein, es bleibt wieder.